Jo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evil Within. Ja, in den letzten paar Folgen haben wir hier natürlich wieder hart gefailt, oder in der letzten Folge. Sehr normal für uns. Ja, keine Ahnung, ich erkunde jetzt glaube ich mal alles besser als vorher. Vorher bin ich einfach nur hergelaufen und habe alles zerstören wollen. Die Betonung liegt auf wollen, weil ich es eh nicht geschafft habe. Na gut, da durch, weil da verreckt man nicht so easy. Und da will ich noch nicht vorbeigehen, weil da löst er das wieder. Ah! Oh! Nicht. Komm. Kann man da drüber klettern? Ja, kann man. Munition ist immer was Feines. Da muss ich auch wieder Acht geben. Ja, okay, ich bin angekommen. Na egal, das ist so ein Hebel, mit dem man es ja machen kann. Komm rauf da. Und hier kommt man glaube ich wieder raus einfach, oder? Wohin? Ach so. Ja. Das ist da oben. Ich erkunde jetzt mal alles ganz gemütlich. Oh, wir haben schon einen Zuschauer. GG. So, keine Ahnung eigentlich, was ich hier machen muss. Ja. Oh. Okay, das hat nicht wirklich funktioniert. Irgendwo muss doch was geben noch. Hier rein da. Ja, hier zum Beispiel. Was ist das Tolles? Ein Scheckbällchen. Ja, okay, den kennen wir eh schon. So. Ah! Jetzt hat's mich fast zerrissen. Warte mal, V. So, Schockbolzen. Ja gut. Ich will aber einen Explosivbolzen haben. Ich habe aber keine Crafting Materials dafür, deswegen habe ich ein bisschen Pech gehabt. So, was kann ich da? Wow. Oh, da unten ist auch einer. Was soll mir das helfen? Ja, gar nichts, glaube ich. Ich kann ihn nur treten, das heißt nichts. Okay. Ja, na gut, dann habe ich ein Erste-Hilfe-Pack, weil mein Leben ist eigentlich ziemlich low. Ja, klar, alles haben wir. Oh, rein damit. Der Kollege hier ist jetzt ziemlich high. Jetzt geht's auf einmal wieder, alles klar. Hier vorbei sneaken an der Bombe. Sonst macht's BÄM. Da komm, lauf. Ah, nein, ich will noch nicht dorthin. Nein, nein, nein. Ich muss zuerst dorthin. Jetzt kann ich mir einen Bolzen bauen. Einen Explosivbolzen. Jawohl. So, gut, jetzt kann's losgehen. Komm ran. Ja. So, Boys. Wie mache ich jetzt eigentlich alle weg? Ha! Ja, gut, der ist da hinten irgendwo. Warum ist was ist da jetzt explodiert? Warte mal. Nice. Oder auch nicht. Ich habe gar nichts geschafft damit. Nicht so nice. Ja, Kollegas, kommt mal alle rein da. Naja, was ist los? Au! Warum rollt der auch rein? Komm. Oh, da ist ein Dicker. Ach, ach, ach. Das kann ich anzünden. Steckt in einem Feuer, das ist gut. Komm, brenn weg. Alter, die haben Angst vor dem Feuer, das ist ja dumm. Was mache ich jetzt? Alter, der. Ja, was mache ich jetzt? Oh,
God Plan, ich hab den Plan of God. Ja, kommt ruhig rein, wenn ihr euch treut, ihr treut. Wenn ihr euch traut, ihr Penner. Ist eh easy. Pass auf. BAM! Ja. Kann ich irgendwie rüber? Nein, ich muss wohl rum. Oh, oh, oh. Oh, 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 jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei. Ah! Geh weg, Kollege! Ja, Mann. Ja, Hashtag no money. Ich hab wirklich keine Money. So. Kommen die schon? Ja. Gut. Runter damit! Das erledigt. Oh, der eine, der fett. Der hat einen richtigen Headshot bekommen davon. Wo ist mein Explosivbolzen? Ja, da. Na komm. Wo kommst du ab? Oh, der Schockbolzen. Das ist gut, das ist gut. Voll ins Wasser. Scheiße. Der hat nicht funktioniert. Komm. Wrecked. Angezündet. Out of ammo. Ah, out of ammo. Hab ich noch irgendeinen Bolzen? Nein. Na gut, Kollege, wie krieg ich dich? Da ist mein Schockbolzen im Wasser. Ja. Ja, den lock ich einfach her und gehe schnell aus dem Wasser raus. Funktioniert das? Egal, ich habe hier gerade Munition bekommen und. Bam! Easy! Was ist jetzt? Okay, die Tür hat sich geöffnet von alleine. Schockbolzen ist noch immer funktionstüchtig, das ist alles geil. Jojo, dann kann ich ja jetzt weitergehen. Bleib aber am Harpunenbolzen. Ich hätte sowieso gerne mehr Munition. Oh, da liegt. Naja. Shotgun-Mun ist natürlich noch besser als so ein scheiß Bolzen. So, Freunde, was geht? Schön Blut aus der Wand raus. Da auch. So mag ich das. Und da ist zu. Hm. Oh, what the fuck, was geht denn da ab? Ja, mehr Munition, so kann ich nicht nein sagen. Was? Oh! What the fuck? Was ist das? Was ist das? Okay, okay, ich bin glaube ich tot. What the hell? Scheiße. Ah! What the fuck? Was ist? Wo ist mein Schockbolzen? Na komm. Was bist du? Wo bleibt der Schock, Ed? Ah! Da, komm! Schockbolzen, friss es! Die! Der verreckt halt nicht, egal, ich lauf. Da, tschüss. Oh, oh. Er kann nicht mehr. Was bist du? Hilfe! Schreckt. Puh. Okay, wie kriege ich den weg von mir? Dass der eben mich nicht killt. Warte mal, da kann, oh, da kann ich was anzünden. Ja, komm ruhig rein. Und brennst. Ja. Und da kann ich runtergehen. Ciao. Seit wann ist die Tür nicht zu? Ja, weiß ich nicht, egal. Oh, hier schaut es aber auch nicht besser aus. Ah, hier ist es auch nicht besser. Aua. Keine Ahnung, was das Teil will.
Ich will weg. Ja, Lift. Tschüss. Hier noch Munition. Da habe ich nur einen Bolt und da drei Schuss. Ach du Kacke. What the hell? Ja, what the fuck? Aua. Okay, ja, toll. Komm. Ich schaff das. Nice. Das war mehr. Oh! Ja, egal, jetzt ist sie am Boden. Das war mehr als knapp gerade eben. Da ist Munition für meine Schrotflinte. Genau ein einziger Schuss. Oh. Da ist wieder für meine Pistole etwas. Pistole habe ich gesagt, genau. Warum fliegen die Teile? Ich weiß jetzt nicht, ob das absichtlich ist im Spiel oder nur ein Glitch. Ein Bug, ein Bug. Ah! Herr Kollege! Er geht vielleicht weg von mir, oder? Oh! Jetzt bricht alles zusammen. Nicht normalerweise tot, wenn man so eine hohe Scheiße runterfällt. Ja, ich mag. Oh! Kapitel 4 überlebt! Yes! Nice! Ach du Scheiße, das war schon wieder ziemlich easy. Weiter geht's hier mit Evil Within. Vorher haben wir ja Kapitel 4 gerade geschafft. Und jetzt machen wir hier irgendwas in Kapitel 5. Oh. Da kann ich gleich wieder zurückgehen, wie es scheint. Zu dem Krankenhaus und mein Brain upgraden. Was ist da so? Nämlich das Tagebuch von dem Typ. Die schlechte Nachricht ist, dass ich meinem neuen Partner zugeteilt... Was? Dass ich meinem neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Mira ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Josef ist ein sehr guter Detective und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch im Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne blaue Linie, hinter der die Bürger von den Verbrechen geschützt sind. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl. Ja, das ist leider so, wenn man zu wenig Cops hat. Hey! Ich will jetzt die Kiste da öffnen. Oh, was ist denn das? Sprengbolzen. Ja, das ist ein Sprengbolzen. Gut, dann gehen wir mal rein da. To the cranked house. Ja, boys. Necessary for me, my ass. Substanziell für mich. Am Arsch. Na gut. So, komm. You should find this useful. Huh? Ermittlungen im Fall des Serienmörders stocken. Gemeindeverhalten optimistisch. Okay. Da es keinerlei neue Spuren gibt, geht die Polizei davon aus, dass der Serienmörder entweder untergetaucht oder weitergezogen ist. Ja, dann ist wahrscheinlich untergetaucht. Oder weitergezogen. Eins von den zweien wird sein. This way, please. Ja, was ist? Ich kenne mich eh aus. Ja, ich habe 2000, das geht sich aus. Nahkampfdamage ist unnötig, oder? Feuerrate, ja. Genauigkeit. Komm, Genauigkeit. Nochmal, Genauigkeit. Da, passt. Genug abgespraydet. Weiter geht's. Ich kann leider nicht laufen, ich weiß ja nicht warum.
Da kann ich leider nicht zurück. Was macht denn die da jetzt? Was ist mit dir? Dead ass. Muss ich dir jetzt nachgehen oder? Where are you taking me? Ja. You don't talk much. Was machen wir hier? Detective Castellanos. Ja, so heiße ich. Ja, wenn du so rumwackelst, kann ich ihn nicht sehen. Ja, und jetzt? Komm, mach mal den ganz auf. The contents are yours. Please come back whenever you need. Kältebolzen, ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der getroffenen Gegner vorübergehend durch Kälte erstarren lässt. Abgesehen von bestimmten Gegnern bricht das Ziel nach dem Erstarren auseinander. Ja, nice. Jetzt habe ich keinen Schlüssel mehr. Was gibt es da noch so zu entdecken? Es gibt nichts zu entdecken, außer dass das Game crasht. Das gibt's zu entdecken. Motherfuckers. So, Freunde, da das Game gerade crasht ist, geht es jetzt weiter mit unserem Evil Within Let's Play. Ich hoffe, es crasht hier nicht nochmal, wo es gerade eben gecrasht ist. Ah, nice. Mein PC, kann ich den benutzen? Nein. Gut, schade. Was kann ich da so machen? Nix, da ist zu. Hey. Ja, komm, speichern wir mal. Inhalt überschreiben? Ja, ich möchte gerne überschreiben, diese Inhalt. Gut, upgraden. Ach ja, muss ich auch noch. Ist ja vorher wieder... Hat sich ja nicht gespeichert, durch das Game abgestürzt ist. Muss ich das jetzt neu machen? Ich weiß gar nicht, was ich mehr gemacht habe. Schnell denken, nachdenken. Ach ja, genau. Genauigkeit habe ich da gemacht. Genauigkeit war es. Gut. So, jetzt sind wir so wie vorher. Und jetzt gehen wir back to the Gruselherd. So, raus da. Da lang. Kapitel 5, innere Tiefen. Nehmen wir mal die Shotgun raus. Oh. Ja, gut, ich glaube, ich will da gar nicht überall reingehen. Ja, nice. Obwohl, Munition ist immer was Feines. Ja. Gut, da ist zugesperrt. Was gibt's hier so? Oh, ich höre was. Ich höre was husten. Was war das? Hallo, 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 hallo. Okay. Erinnern ist nix. Geh mal wieder raus. Ja, schneller. Ich habe Angst, dass da jetzt irgendwas ist. Ich sehe nix. Nein. Oh. Nein, das ist ein unsichtbarer Scheiß-Mongo. Wo ist er? Da geht er. Bist du? Hey! Ist irgendwo Blut, wo ich den sehen kann? Oh! So, komm. Ist er tot? Nein. Alter, wie kann man die überhaupt besiegen?
Oh, anzünden. Weiß ist mit dir. Und jetzt bin ich eh schon wieder halb tot. Gegen die hat man doch keine Chance. So, was gibt's hier Tolles? Nix. Geh mal wieder. Kann ich auch wieder abhauen. So, hallo. Ah, das ist gruselig, ja? Also wer lacht da? Ach, du Scheiße. Huh! Gänsehautfaktor hoch 10. Ist da vor mir jetzt was? Ah, da gehe ich nicht rein. Alter, scheiß auf das Game. Ah! Too scary. Du Scheiße. Looks like I have to get down. Sieht aus, als müsste ich nach unten, ja? Ja. Ist da unten irgendwas? Ich will gar nicht nach unten gehen. Hallo? Nein. Die Musik verratet nichts Gutes, aber ich gehe halt mal. Oh! Das ist so scary hier. So. Alter. Alter Verwalter. Oh. Ja, gib mir das. Dieses Baby da. Diese Figur. Überall stehen Rollstühle rum. Was ist das? Oh. My ass. Hallo! Nein, du Motherfucker! Hau ab! Ach, Scheiße. Ich habe eigentlich nicht genug Munition, um die alle umzulegen. Wo ist er? Hey, du Penner. Aua. Wo ist er jetzt? Hey! Hässlicher! Hey! Das ist sau unfair von dir. Dass du da irgendwas immer machst. Unsichtbar sein ist unfair. Okay, ich habe keine Munition mehr, ich bin tot. Ja komm! Alter! So scary, so scary, so scary, scary, scary. So, und was mache ich jetzt genau gegen den? Shotgun Muni habe ich 3 Schuss. Was kann man gegen solche Mongos machen? Weglaufen. Na komm, scheiß auf dich. Ja, haha, haha. Oh. Oh! Yeah! Dodged! Oh, da ist noch einer. Ja, komm. Hopp! Lauft dann einfach geradeaus davon. Was ist da? Krankenhaus-Schlüsselkarte. Die wird noch funktionieren, wenn sie voller Blut ist. Können das Blutschein vom ehemaligen Besitzer zu stammen? Ja, das ist natürlich gut. Hau ruhig rauf.
Oh, er ist reingekommen. Herr Kollege. Ah! Gut getimed. Da war dieser Ruben oder Ruvik. Ruvik heißt er. Ja, Munition. Ey. Too scary for me. Und. Was ist jetzt? Hey! Warum so hässlich? Ich sehe nix. What the fuck? Andere haben, dann sehe ich wenigstens, was hier abgeht. Alter! Hilfe! Was ist das? Hey Freunde, ich glaube, was das ist, werden wir es in der nächsten Folge herausfinden. Bis dann! Ciao!